Willkommen zur 14. Folge des Pokémon TCG Adventskalenders. Ja, ich habe nicht viel zu sagen. Ich hoffe, es läuft heute besser als in der letzten Folge. Aber da hatten wir ja auch den 13. Und wenn der 13. an einem 13. liegt, haben wir letzte Folge ja schon erfahren. Das kann nicht so gut gehen. So. Leider kann ich hier kein Florges Turbo rausziehen, aber vielleicht ja irgendwas anderes. Ich warte immer noch auf den großen Kracher. Kramux, den du liebst, Shinux, cooles Pokémon, hätte ich ja auch fast als mein Partner in Team Himmel genommen. Aber am Ende hat Vulpix dann gewonnen. Schneebedeck, Magnetio, Cosmovum, die Aggregatenergie, Libell. Und ein merkwürdiges Donald Trump Artwork, Mon Vieh. Und ein fettes Nilpferd. Cool. Komm, heute muss mal wieder was Gescheites rauskommen. Ansonsten bin ich, salty. Oh, zwei Rares. Hier haben wir einen glücklichen Skorpion, ein Stinktier, ein komisches Wiesel, eine Spinne, die sich eine Seifenblase anguckt, einen Pinguin, der, glaube ich, auf dieser Karte mit seinem Tinder-Profilbild angemeldet ist. Donald Trump himself. Eine singende Blume. Ein etwas mit einem Teller am Kopf. Und einen fetten Typen mit einer langen Zunge. Und als allerletztes ein etwas, das aus allem besteht und nicht besonders ist. Mann, komm, letztes Pack für heute, letzte Hoffnung. Ultra Prisma ist eigentlich eine meiner Lieblingseditionen. Da muss was rauskommen. Ein Vulpix mit einem tollen Artwork. Evoli ist cool. Kramux. Ah ja, das fällt mir jetzt erst auf. Hier oben, das Portal, ein Ultra-Portal. Das kennt man aus Sonne Mond. Wieder Trump und ein Stinktier. Das fehlende Kleber. Du kannst 4 von denen auf einmal spielen. Wenn du eine spielst, schau dir die oberste Karte des Decks an. Und wenn du 4 auf einmal spielst, kannst du dir eine Preiskarte nehmen, was schon krass ist. Der Kraterberg, Tortonator. Was wird das letzte Pack beinhalten? Ich gucke weg. Und gucke hin. Oh, Lunala Prisma, da hab ich doch noch was bekommen heute. Sehr gut. Lunala Prisma, Psy-Sturm, 20 Schadenspunkte für die Anzahl angelegter Energien, heißt mindestens 80, da 4 nötig sind. Lege für jedes Pokémon des Gegners zum Beispiel eine Psycho-Energie beliebiger deinem Pokémon, Alter. Das ist echt gut, ne, das Ding fürs Spielen, auch wenn ich nicht gerade der Spieler damit bin. Das ist jetzt nicht so gut, aber hey, inzwischen gibt's langsam nicht mehr viele Packs. Grauen der Lichtfinsternis, würde ich sagen, kommt nächstes Mal. Bis dann.